Frankreich, das Land der Liebe, der Lebenskunst, der Genüsse, Land des Laissez-faire und der Bon Vivants. Aus deutscher Sicht ist Frankreich eine Mischung aus Reiseführer und Speisekarte. Lavendel, Eiffelturm, Chansons. J'aime la France. Französisches Essen ist gut. Frankreich ist ein schönes Land, da fahre ich gerne hin. Umgekehrt schätzen die Franzosen an den Deutschen Dinge wie Fleiß, Disziplin, das gute Bier sowie die Wirtschaftskraft, den Umweltschutz. 60% der Franzosen können sich sogar vorstellen, in Deutschland zu arbeiten. Im Grunde genommen findet jeder beim anderen gut und sympathisch, was er bei sich selber vielleicht ein bisschen zu Recht vermisst. Und dadurch ergibt sich eine sehr starke Rechtfertigung des Couple Franco-Allemand. Vor 50 Jahren ist das noch anders, da sind die Erinnerungen noch frisch an die Weltkriege. Im Élysée-Vertrag vereinbaren die ehemaligen Erbfeinde eine enge Zusammenarbeit in Politik, Wirtschaft und Kultur. Die große Geste kommt 1984. Kanzler Kohl und Präsident Mitterrand reichen sich die Hand über den Kriegsgräbern von Verdun. Diese Phase der Aussöhnung ist aber inzwischen abgeschlossen. Und heute geht es darum, zusammenzuarbeiten im gemeinsamen europäischen Interesse. So halten über 80% in beiden Ländern die deutsch-französische Partnerschaft für die wichtigste in Europa. Starke Verbundenheit auch in Sachen Euro. 86% der Franzosen und 81% der Deutschen stehen zur gemeinsamen Währung, Krise hin oder her.